Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 4 und haben jetzt genug von Kyrat und kümmern uns jetzt ein bisschen mal um das Hauptquest wieder solches. Dazu gehen wir hier nochmal kurz nach oben, weil hier oben haben wir noch unser Fluggerät. Genau, dieses Fluggerät ist nämlich jetzt das entscheidende Werkzeug, was wir jetzt brauchen. Weil mit dem gucken wir mal, dass wir zur Amita kommen. So, Amita heißt, na da. Obwohl, wir könnten auch eigentlich theoretisch Schnellreise dahin machen. Machen wir gleich Schnellreise dahin, dann haben wir auch nochmal die Möglichkeit, ein bisschen was zu verkaufen, ein bisschen Munition zu haben. Mal gucken, ich weiß nicht, Panzerfaust, die ist super, die macht bestimmt viel Spaß. Aber ich würde sagen, auf die verzichten wir dann doch. Pfeil und Bogen, weiß ich nicht, brauchen wir den. Pfeil und Bogen, obwohl, die haben die Granaten. Granatpfeile sind auch super. Ich würde sagen, wir bleiben bei unserem alten Standard-Setup als solches. Das heißt, wir stehen am... Ja, ja. Tut mir leid für dich, ich habe jetzt andere Dinge zu tun. Genau. Und zwar als erstes mal müssen wir hier ein bisschen Sachen verkaufen. Dann müssen wir hier kurz rein. Und zwar einzigartige Waffen. So, die haben wir drinne. Die lassen wir auch drinne. Waffen. Und zwar die dann hier einfach mal für die Panzerfaust. Und den Granatwerfer können wir eigentlich auch lassen. Wäre natürlich auch schön. Wir können natürlich auch umsetzen auf die Schrotflinte. Wenn ich sie finde wieder. Munition. Quatsch. Einzigartige Waffe war das ja gewesen. Die fanden wir hier irgendwo. Schrotflinte. Genau. Dann nehmen wir die mal mit. So. Das heißt, jetzt hier rüber gehen. Munition tanken. Und wir haben noch 30.000. Das können wir sogar noch ein Bier mitnehmen oder so. So. Ja, das ist schön für die Bienen. Ja, man fliegt mir hier gerade die Scheiße um die Ohren. Okay. Unser nächstes Ziel ist dieses Fahrzeug. Da mal kurz reinhuschen das Fahrzeug und dann gucken wir, wie kommen wir denn von hier aus zur Amita und zwar so lang. Das heißt, einmal Blinker setzen rechts und Gas. Einfach mal dem Kleinbus hier folgen. Weil irgendwelche komischen Missionen brauchen wir ja nicht machen hier mehr. Weil bringt uns auch nicht mehr so viel neue Erkenntnis oder Erfahrungspunkte. So, wir folgen dem schönen kleinen gelben Weg hier. Oh, da vorne fahren welche in Rot, das ist super. So, den werden wir ja auch bis jagen hier, die Freunde, wa? Ja, ein Schuss, alles erledigt. Das soll mir erstmal einer nachmachen. So, jetzt hier kurz den Blinker setzen, Handbremse ziehen und rumdriften. Und dann hier lang rauf. Karma-Mission ist mir jetzt Banane. Oh, hier haben wir noch lustige Jacks unterwegs. Und wir sind da. Und gucken, was Amita jetzt zu erzählen hat. Für das letzte große Gefecht. Ich hoffe mal, die steht nicht mehr seit dem Artillerieangriff hier hinten rum. Okay, ich halte jetzt meine Fresse. Wo sind denn alle hin? Sie sind am Kalesch. Wir bereiten uns auf den finalen Schlag vor. Es ist soweit. Alles oder nichts. Sabal spaltet den goldenen Pfad. Er sabotiert unsere Zukunft, AJ. Genug ist genug. Bittest du mich darum, ihn zu... Ich sage, du sollst ihn töten. Und ich bin äußerst pingelig bei meiner Wortwahl, AJ. Er darf sich nicht herauswinden. Übrigens, dachtest du wirklich, er duldet es, dass du ihn verrätst und dich mit mir verbündest? Nein. Es wäre zu riskant, wenn er überlebt. AJ, sei vorsichtig. Der goldene Pfad braucht dich. Ich auch. Das klingt auf einmal anders. Okay, unser Auftrag ist, Sabal zu töten. Die Frage ist, müssen wir da das? So. Wo müssen wir denn da hin? Wir müssen nach da hin. Man könnte sich natürlich jetzt ja lustig mal den Gleiter nehmen. Damit haben wir ja auch schon ein bisschen Erfahrung. Und zwar besonders, wie man abstürzt. Und dann machen wir uns mal auf den Weg auf die andere Seite. Sieht aber hübsch aus von hier oben. Oh, AJ, ich sehe deine verkniffenen braunen buchstäblich vor mir.
Pagan, was willst du? Na, ich rufe nur an, um zu hören, wie es dir okay. geht. Und sag, deine kleinen Freunde wären zerstritten. Ist sicher hart für dich, wenn du da mittendrin steckst. Entscheidungen sind schwer. Glaub mir, ich weiß das. Eigentlich solltest du mir für ein paar meiner Entscheidungen dankbar sein. Entscheidungen wie Yuma. Ich war live im Fernsehen, um sie dir zu servieren. Und ich hasse Fernsehen. Radio ist viel eher mein Ding. Und du, du hast die Chance genutzt. Okay, wir landen ja langsam mal. Mal gucken, ob wir das auch schaffen, ohne Krabum zu landen. Es war eine schwere Entscheidung, dich ihr vorzuziehen. Aber so landet man dann. Du wirst sehen. Ja, okay. Ich weiß, du hast es eilig. Du musst wohin und Sachen zerstören. Genau. Lass dich nicht davon abhalten. Vergiss nicht, AJ. Entscheidungen haben Konsequenzen. Oh, ho, 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 ho. Ich will euer Auto haben. Der hinten wird schon wieder geschossen. Selber schuld. Nicht die Elefanten ärgern. Du musst wissen, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Kannst du mich mal hier reinsteigen lassen, Ole Uschi? Nie aufgeben. Wenn er damit weiterleben darf, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder rebelliert. Okay. Wenn du ihn tötest, hilfst du den goldenen Pfad zu einen und zu verhindern, dass in dem Moment, in dem Pagan besiegt wird, ein zweiter Bürgerkrieg ausbricht. Es ist das Beste für Kyrat. Alle klar. Du hast den Abzug, wenn die Zeit gekommen ist. Ich vertraue darauf, dass du das Richtige tun wirst. Achso. Erstmal haben wir ja noch ein anderes Problem hier. Und zwar ihn da. Ich liebe das Geräusch. Das Geräusch ist supi. Das Geräusch, was ich jetzt höre, ist nicht supi, weil das ist nämlich wieder so ein mieser kleiner Dachs. Oh. Ich hoffe mal, wir müssen Sabal nicht töten, aber vielleicht noch eine Alter. Okay, steigt genau die falsche. Okay. Okay, Deckung. Alles klar. Kurze Heilung reinziehen, ja. Mal, beziehungsweise den Stock rausziehen und nicht die Heilung rein. Okay. Fahren nochmal oben OP hier drüber. Eigentlich müssen wir jetzt voll Munition haben und so. Means Weisheit. So, aufsatteln, weiter geht's. Hoffen wir mal, wir kommen jetzt auch an, ohne noch welche Zwischenfälle sind. Okay, den lassen wir mal liegen hier. Weil es auch egal, ob der nur da rumliegt. Okay, ihr legt euch einfach mit dem Digger an. Auch gut. Kann man machen, muss man nicht. Ach. Auch nicht schlecht, der Leopard jagt dann erstmal. Der Leopard jagt sich dann erstmal da so ein Jack. Okay, ich bin mal nervös bei Autos. Weil ich nie weiß, was mich da erwartet. Mal gucken, was uns da oben erwartet. Vielleicht können wir ja Sabal doch noch irgendwie retten. Das Interessante war, hier oben waren wir ja sogar schon mal. Da sind wir schon mal hochgelatscht. Kann ich mich noch dran erinnern. So, aber diesmal haben wir eine Mission hier oben. Das war der Weg, wo wir versucht haben, hier rüber auf das zu des Propaganda-Zentrum zu kommen. Kaugummi ist dabei. Waffe ist eingesteckt. So. Ohne gezogene Waffe zu Sabal. Das klingt so, als wird es nicht gleich Feuergefecht enden. Immerhin verdanken wir ihm ja auch das Leben. Muss man ja dran denken.
sie dich geschickt? Kommst du freiwillig? Was glaubst du, was du tust? Du spuckst auf alles, was dein Vater erbaut hat. Herzlichen Glückwunsch. Alles, was etwas bedeutet hat, ist jetzt wertlos. Wegen dir. Und was wirklich traurig ist, Bruder. Du übergibst das alles hier an Amita. An Amita! Glaubst du, sie kann Kühler retten? Wie? Mit Drogenfeldern, soweit das Auge reicht? Mit Selbstmordnetzen in Fabrikstädten, wo Männer, Frauen und Kinder frei sind, arm zu sein? Es ist ein Land der Möglichkeiten, in dem jeder ein Sklave ist. Glaubst du, das wäre das Land, in dem deine Mutter ihre letzte Ruhe findet? Ah, da war ja noch was. Also, wie wird es enden, Bruder? Geh. Okay. Ist gut, Bruder. Bin weg. Okay, hoffentlich macht er nichts Dummes mehr. So. Damit haben wir entschieden, dass er leben kann. So. Was haben wir jetzt zu tun? Okay. Da haben wir noch ein paar lustige Missionen. Sehr schwer. Das ist schön, dass er noch sehr schwer ist. Aber was tun wir jetzt? Ich dachte jetzt so große Aufmerksamkeit und es läuft jetzt alles konzentriert weiter. Aber war wohl nicht. Jo. Die Frage immer. Ich würde sagen, dann peilen wir einfach mal das da an. Nehmen wir für uns den Gleiter jetzt hier. Und gucken, was passiert. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt geht's weiter in Mission. Sabal ist kein Problem mehr. Ich kann's nicht glauben. Es tut mir leid, AJ. Es musste sein, aber das macht es nicht einfacher, oder? Hör, wenn die wüsste. Oh, wir. Aber darum kümmern wir uns später. Erst müssen wir dieses Land befreien. Ah, da ist sogar die Richtung richtig. Können wir vielleicht nochmal kurze Pause machen hier? Da müssen wir also hin. Dann passt ja die Richtung. So ein Zufall, auch gleich mit dem Wink zu dir in die richtige Richtung geflogen. Wäre halt spannend, wenn wir es schaffen, mit dem Ding auch wirklich sinnvoll zu landen. Auf alle Fälle legen wir hiermit eine relativ große Weite jetzt zurück. Da unten ist das, ich glaube, das war das nervigste Lager, was wir, glaube ich, hatten. Ja, da haben wir uns ein bisschen die Zähne ausgebissen. Oh, sind aber jetzt gut unterwegs. Sehen ganz entspannt jetzt der letzte Mission gehen. Ich bin mal gespannt, ob Sabal nochmal auftaucht oder nicht. Aber auf alle Fälle, ich denke mal, es war das Richtige. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wie habt ihr entschieden? Habt ihr Sabal getötet oder seid ihr gleich Sabal gefolgt? Und Amita war das Problem. Ich wäre mal gespannt, wie ihr entschieden habt. Und wie ihr euer damit gewähltes Ende fandet. Wir wissen noch nicht so richtig, welches Ende wir bekommen als solches und werden noch mit den Folgen dann klarkommen müssen. Also super, wir kommen ja fast bis rüber gesegelt. Oh, mal gucken, wir mal hier landen. Jo. Entschuldigung, passiert. So, hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Da oben geht dann die Mission los und dann hoffentlich für goldene Fahrt und dann volle Action. Wie viel Action oder nicht, das werdet ihr beim nächsten Mal erfahren, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 4. Bis dahin, ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.